Wir schreiben Mitteraja 1026 nach Bosbarans Fall vor ungefähr 4,5 Jahren. Abelmir, Jerafim und die Gruppe, die sie um sich geschart haben, besteigen gerade den gewaltigen Berg in das Zentrum der Voodoo-Krieger, die Dschungelpfade hindurch, haben sie dann doch ihren Weg zum Kral, zum Opferkral gefunden und schon die ersten Opfer zu beklagen. Neben zahlreichen Verletzungen, die ihr durch das Gestrüpp bekommen habt, oder aber Begegnungen mit wilden Tieren, seid ihr jetzt natürlich auch an den Schrumpfköpfen, den Giften, den Pilzen der Krieger in Konfrontation getreten und habt jetzt auch das erste Opfer zu beklagen, was unter euch auf die Felsen stürzte, über euch, irgendwo dort oben auf dem Berg, den ihr seit mindestens 3-4 Stunden beklettert, könnt ihr dann immer noch den wilden Getrommelsang hören, der von dort klingt und laut den Aussagen eures Nekromanten Toten davon abhält, ins Totenreich zu ziehen. Irgendwo über euch, ihr vermutet, grob 20 Meter werden das noch sein, wird sich der Eingang zu einer großen Höhle auftun. Von dort aus rauscht auch das ein oder andere an Gewässer neben euch nach unten, ergießt sich als kleiner Wasserfall. Die zahlreichen Löcher im Felsen dienen zum Teil auch als Griffstück, damit man sich hochziehen kann, aber die Pilze, die hier wachsen, haben dann doch auch diesen ganzen Berg ein bisschen ausgehöhlt. Und so klettert ihr. Eine abscheuliche Gegend. Ich sehe ja zum Glück nicht mehr weit, das sehen wir. Ist ja doch da vorne die Hölle. Schauen wir einmal. Ich hatte wirklich nicht gedacht, dass er zuerst drauf geht. Ja. Er hat den Schrumpfkopf angefasst. Das hätte er nicht tun sollen. Sie ist eine ziemlich dumme Gewesenheit. Ja, na, kann man nicht machen. Erinnert mich. Zum Glück haben wir nicht gewettet. Ich hatte mein ganzes Geld aufgesetzt. Erinnert mich an jemand, der meint auch immer alles anfassen zu müssen. Wir hätten ihn begraben sollen. Aber wir konnten nicht noch einmal umkehren, oder? Nun, vielleicht auf dem Rückweg. Ich glaube, er wurde aufgespießt von den spitzen Dingern und ich denke, seine Leichname ist nicht so einfach zu bergen. Nun, die Götter werden uns die Wege weisen. Wenn er denn überhaupt dort liegen bleibt, ich meine, wir will denn alles mit den Leichen hier anfangen? Ich habe keine Ahnung, Signore Abelmir. Wie ist das? Was machen die scheußlichen Voodoo mit uns? Nun, es gibt nur Gerüchte, dass sie fürchterliche Totenkulte betreiben. Sie drangen sogar ins Horasreich vor. Es war die Rede von einem Propheten dieses Kultes. Werfe ihm! Zieh deine Waffe! Er kommt wieder! Escusato, wer kommt wieder? Wer? Ihr blickt euch ein bisschen panisch um, als ihr die Stimme des Nekromanten hört, die herumkrächzt und über euch könnt ihr immer noch nichts weiter erkennen. Nur die Höhle, die sich nach und nach etwas weiter vor euch auftut. Allerdings, wenn ihr nach unten blickt, könnt ihr dort erkennen, dass sich der Körper von Corragon Ramirez wieder erhoben hat und euch hinterherklettert. Allerdings ist sein Kopf in einem merkwürdigen Winkel matschig zur Seite geklappt und auch sein Arm zieht er wohl etwas nach, obwohl er ihn zum Klettern benutzt. Einige Krallen, sind das Krallen, die an ihm herauswachsen? Ihr könnt erkennen, wie er auf euch zuklettert. Schnell. Mama mia. Mach schneller. Hey, bleib unten, du hast deine Chance schon gehabt, ey. Ich denke, wir sollten sehr viel schneller klettern, ne? Na, hopp, hopp. Malagrey, wohin führt ihr uns? Klettert. Das reicht der Voodoo. Was hattet ihr denn gedacht? Ja, ich reiße meine Waffe vom Rücken und klettere mit der anderen Hand weiter. Nee, ihr sollt uns beeilen. Wir müssen dort hochgelangen. Hoch zur Kante. Ich bin ja nicht hier vor Kämpfen. Oh, der beschützte mich. Schneller! Ja, nach und nach versucht ihr euch nach oben zu ziehen. Malagrey mit seinem spindeldürren Körper versucht es natürlich ebenso, aber die Muskeln reichen wohl nicht ganz aus, sodass er irgendwo noch in der Mitte hilft. Auf ihm! Bleib unter mir, verteidige mich! Du als letztes!
damit gibt er wohl noch so einen kleinen Tritt in die Seite von Rodriguez, der dann auch ein bisschen runterstürzt, kracht, dann sich wieder festhalten kann. Aber zumindest ist damit der Nekromant nicht der Letzte, der dann von den Krallen von Corragon Ramirez zerkratzt wird. Damit zieht er sich selbst nach oben und kommt schnaufend neben ab in mir auf den Höhlenboden. Ja, pass doch auf, scheiße, das war knapp. Signores, geht es euch hier gut? Ja, dring in die Höhle vor. Guck, was dort auf uns wartet. Ich sehe, scusato. Ja, ich würde eine Fackel anzünden und mal in die Höhle hineinleuchten. Ja, direkt neben dir, links, siehst du so eine Vertiefung. Das Wasser hat sich wohl in den Fels hineingefressen und strömt dann in einem, ja, Rinnsal ist es nicht. Es ist tatsächlich ein kleiner Bach, der sich dann hier nach unten stürzt und dann irgendwo unter euch zu einem großen, zagefälligen Regenbogen wird, beziehungsweise sich dann unten in die Landschaft gräbt. Und die Höhle ist sehr dumpf. Stalagmiten, die dann hier von oben nach unten wachsen, und Stalaktiten, die von unten nach oben, du hast nie genau irgendwelche die Dinge, die dann zusammenwachsen. Ja, doch, die Stalaktiten wachsen von oben nach unten. Das Trommeln wird lauter und lauter. Vielleicht gibt es hier einen Zugang zum oberen Plateau des Krals. Signora, geht bitte vor. Und ich bleibe hinten, sodass die beiden geletteten Herren in unserer Mitte sind. Aber mir, du bleibst hier. Dich brauche ich noch. Du darfst nicht sterben. Noch nicht. Ich werde Rafim beistehen, diese unheilige Kreatur zu besiegen. Naja, stirbt nicht. Lass ihn Ares und Rodriguez vorgehen. Vielleicht ist es doch auch besser, dass ich hier bleibe. Ich meine, sterben will ich doch auch nicht, oder? Schicken wir Jeff vor. Scusato, es wurde gesagt, ihr solltet vorgehen, also geht ihr vor. Ist ja eure Aufgabe. Meine Aufgabe ist ja nicht das. Ich hatte die Höhle! Sie! Sichert der Höhle. Vamos, Rodriguez, vamos. Inaris schaut panisch voraus, wieder zurück, wieder voraus und nimmt dann ihren Bogen und schleicht vorsichtig in die dunkle Höhle hinein. Ja, der Gestank, der von hier dir entgegendringt, trotz des Wassers, was hier um euch herum strömt und doch relativ frisch aussieht, es riecht nach altem, muffigen Leder. Und Exkrementen. Die Höhle ist auf alle Fälle bewohnt. Derweil kratzt der Stein weiter und Rafim, du kannst erkennen, wie sich jetzt das Ding, was ehemals Corragon gewesen ist, nach oben zieht. Seine Finger sind lange gewachsen, auch seine Zähne sind wohl angespitzt, seine Augen sind merkwürdig leer. Es sieht aus, als würde ein Ding von ihm Besitz ergreifen, als würde etwas den Körper von Corragon wie ein Körpersack tragen, wie eine Puppe, die allerdings nicht richtig ganz passt, oder wie ein Kleid, das übergeworfen wurde. Schlag ihm den Kopf ab. Bei Boron, was zur Hölle ist das? Halt euch, bald ist er oben. Ich trete an den Rand, an die Klippe und versuche das Vieh zu köpfen. Aber mir, du merkst, während Rafim mit seiner Boron-Sichel auf es zutritt, wie wohl eine weitere Präsenz irgendwo um euch herum dich schwebt. Du kannst das qualverzerrte Gesicht von Corragon erkennen, der um Hilfe fleht und bittet, ins Totenreich einzuziehen. Wie er an deiner Schulter zieht und zerrt. In Borons Namen, geh rein in die dunkle Halle. Finde deinen Frieden. Oder finde deinen Schlechter. Herr Corragon, du kannst gerne mit ihm sprechen. Deine unendlichen Qualen ausdrücken. Der Körper, der dir nicht mehr gehört. Die Schmerzen, die du trotzdem spürst. Corragon Ramirez, kehre zurück! Dies ist nicht mehr deine Welt. Er macht den Mund auf, ein flehentliches, ja, stöhnen ist es nicht mal. Er versucht, um Hilfe zu rufen und zieht und zerrt und versucht, so ein bisschen in deinen eigenen Körper einzufahren, dich und deine Seele rauszudrängen und von dir Besitz zu nehmen, damit er selber wieder einen eigenen Körper besitzt. Du spürst, wie er mit dir kämpft, auf einer geistigen Ebene. Aber deine Welt ist es auch nicht. Dies ist mein Körper. Verschwinde. Du bist zu weit weg von dort. Geh in die Dunkelheit. Corragon Ramirez,
Kehrt um! Kehrt um! Ihr wollt dann nur die Toten! Was weißt du, Geschöpf der Dunkelheit, über die Toten schon? Sprich! Gladianum! Paragei! Spricht der Nekromant und mit einer Urgewalt wird der, nicht nur der Körper, sondern auch die Seele von Corragon Ramirez zurückgedrängt. Und du spürst, wie dieser geistige Kampf an deinem Körper, an deiner Seele nachlässt. Und auch Rafim kann mit einem letzten Schlag seiner Boron-Sichel den Kopf noch einmal abtrennen, der falsch mit einem letzten Muskelrest an dem Körper hing. Und ihn zurücktreten nach unten. Mama mia, was ist denn das gewesen? Hier herrschen die Geister und die Toten. Mana Grey, was wisst ihr über diese verdammte Höhle? Ich hab das doch gesagt. Es ist nicht die Höhle, es ist der ganze Kral. Sie sprechen mit den Toten, deswegen sind wir hier. Ich kann nicht glauben, dass der Patriarch euch beauftragt hat, die Ruhe der Toten zu stören. Das wirst du aber glauben müssen. Los jetzt weiter, wir sind gleich am Ziel. Damit deutet er in Richtung der Dunkelheit der Höhle und während ihr in dorthin starrt, wo gerade eben Jeff gekundschaftet hat, Inares ist natürlich auch vorgegangen und Rodriguez Salvador, könnt ihr nur noch ein Krachen hören und dann ein Flatschen, als die Keule des Schwarzogers den Kopf von Rodriguez an der Höhlendecke zermalmt und ein Schwarzoger vor euch steht. Was ist das für eine dunkle Teufelei schon wieder? Ich glaube, wir haben hier ein Problem. Inaros kommt zurückgerannt. Weg hier! Hinter mich! 2-3 Stunden sind vergangen. Wir schreiben das Jahr 1031 und mittlerweile sind die ersten Granden eingetroffen. Ja, Granden, zumindest Cesario Paligan ist dort, wo ihr ihn eingeladen hattet und natürlich auch die Zornbrechts aus der Akademie, all diejenigen, die ihr persönlich zu eurer Soiree geladen hatten. Es sind ein paar oberflächliche Gespräche, nichts, was irgendwie weltbewegend ist. Man nimmt einige High-Kleinigkeiten zu sich, irgendwas Fischiges. Und die Gespräche sind wie gesagt oberflächlich, man lernt sich kennen, man kann sich austauschen, auch die Ankündigung, dass ihr zum Teil wohl in der Arena stehen wollt, wurde so mit einem Nicken und mit einem leichten Klatschen zur Kenntnis genommen. Also schon das ein oder andere von der Universität ist angekommen. Cesario zu Fuß und neben ihm dann der Zornbrechter, der Hellsichter mit einer Sänfte und natürlich sind auch noch einige andere da. Oboto war ja natürlich schon da. Ihr könnt aber auch erkennen, dass wohl Rezan Zornbrecht angekommen ist. Der unterhält sich gerade mit seinem guten Freund Kiaras. Und Vareno Willmann ist noch nicht aufgetaucht. Von den Willmanns generell noch keiner. Von den Karinors ist wohl auch noch keiner da. Da soll wohl Kiaras reichen. Aber die Stimmung ist ganz generell ganz gut. Von der Universität sind auf alle Fälle eine ganze Menge gekommen. Also Anterin Kurudes beispielsweise, Dekanadmiral der Seefahrtsfakultät. Oder Saranya Klipstein von der Alchemistischen Fakultät. All diejenigen, die ja doch Zeit offenbaren konnten. Ich nehme ein Glas. Bosparanya schreit ein bisschen aufs Oberdeck, der unser Schiff ist. Meine Herren, ich klinge mal so gegen das Glas. Ja, die schauen dann auch allesamt zu dir. Du kannst auch Efferain, Bordin Kugris erkennen, die Effert Hochgeweihte oder Amos Chiljak, der natürlich auch gekommen ist von der Wahrer der Ordnung als Praioskirche, wird natürlich dann so ein bisschen natürlich auch die Zornbrechts vertreten, auch wenn Rezan hier ist. Aber ihr könnt dann auf alle Fälle euch Gehör verschaffen. Verehrte Gäste, nun lasst mich beginnen. Verehrte Gäste, Freunde und Unterstützer, es freut mich und ich danke Ihnen, dass Sie alle so zahlreich zu unserem Fest erschienen sind. Im Namen meiner Gefährten und der Mannschaft begrüße ich Sie herzlich. Möge die heitere Raya und die besondere Gesinde diesem Anlass beiwohnen und es uns unvergesslich bleiben. Nun, an dieser Stelle möchte ich das Wort an meine bezaubernde Gefährtin Sulamin Al-Shabar übergeben. Vielen Dank, Kapitän.
Zulamin tritt vor, so dass sie ungefähr in der Mitte des Schiffes steht. Und sie hat auch den Raya-Schrein aus unserer Kapelle nach draußen geräumt. Also der steht da jetzt so, naja, wie ein Tischchen mit der vielarmigen Raja-Statuette. Und es liegen einige Häppchen und davor und Konfekt und es steht ein Glas Wein da. Und naja, sie tritt jetzt vor die Gäste und lächelt sie alle an. Wir haben das Schiff geschmückt und unsere schönsten Kleider angelegt. Wir haben die erlesensten Weine und Speisen aufgetragen, die besten Tänzer und Musiker und sogar den großen Theatralo engagiert. Und nicht zuletzt haben wir euch alle eingeladen. Noch kennen wir uns nicht, doch wir freuen uns sehr darauf, euch kennenzulernen. Erhebt mit mir die Gläser zu Ehren der schönen Göttin. Auf dass aus diesem Abend viele neue Freund und Liebschaften entstehen mögen. Heute rufe ich nicht die Raja Ushtama, die lachende Göttin der Ekstase, die das Blut der Fakire trinkt. Heute rufe ich die heitere Göttin Raya, auf dass sie Gast auf dieser Soiree sei und es ein Fest der Freude sein möge. Und dann dreht sie sich zu dem Schrein um. Geliebte Herrin, wir laden dich ein. Erweise uns deine Gunst und weile in dieser Stunde unter uns, vom Abend bis zum Morgenrot. Und dann würde ich eine Liturgie draus machen. Ein Fest der Freude. Ja, sehr gerne. Modifikation kannst du berechnen, wenn du magst, kannst du auch erstmal würfeln. Vielleicht brauchen wir die Modifikation hier auch gar nicht. Oder wir schlagen sie nachträglich auf. Das ist ein sehr guter Wert und ich glaube, wir wollen nicht bei Details rumrechnen. Ich glaube auch nicht, das muss nicht sein. Wir könnten ein dämonisch verseuchtes Territorium sein. Schauen wir lieber nach. Nein. Also es ist Rayas Fest der Freude auf Grad 4. Und was diese Liturgie bewirkt, ist, dass alle Anwesenden das Fest als besonders gelungen in Erinnerung behalten werden und dass alles, was die Harmonie des Festes stören könnte, gedämpft oder bei den Werten getilgt wird. Also sowas wie Jähzorn, Rachsucht, die ganzen negativen Eigenschaften, sodass alle sozusagen die beste Version ihrer selbst sind. Ja, ausgezeichnet. Das klingt doch schon mal gut. Das sind zwar, wie gesagt, nicht alle diejenigen da, die ihr wolltet, aber von den großen Grandenhäusern, das Haus Ulfhardt fehlt natürlich leider. Ihr wisst natürlich, dass es um die Ulfhardt gerade nicht ganz so gut bestellt ist. Da ist wohl nur noch eine Grandessa übrig, die auch wohl schon sehr alt ist. Sie hat auch noch keine Erben. Ist wohl auch schon auf der Suche nach den Erben. Das hatte dann eure Gassenwissen, hatte das natürlich auch verraten. Aber ansonsten hatte jedes Haus irgendwie Absender geschickt. Also auch vom Haus Paligan könnt ihr auf Amato Ugolines Paligan treffen, gemeinsam mit seinem Begleiter Said. Also es sind halt die irgendwelche Cousinen, Cousins, Neffen und ähnlich verwandt wie Kiras dann eben mit dem Oberhaupt. Also das ist die zweite Riege. Genau, es ist die zweite oder sogar dritte Riege, die dann geschickt worden ist. Ach ja, und nur sicherheitshalber, ich kann nicht das ganze Schiff abdecken. Also wenn ich sie so ungefähr in der Mitte gesprochen habe, dann wird am Bug und am Heck noch ein bisschen Platz sein, wo die Liturgie nicht hinreicht. Ja, ich glaube, man wird sich dann doch irgendwo eher in der Mitte gütig getan haben. Natürlich dann auch so ein bisschen verteilt normalerweise, damit man da seine eigenen Gespräche dann miteinander führen kann und über den anderen lästern kann. Aber ja. Ja, es ist ja auch angenehm, in dieser Liturgie zu sein. Mhm. Was den Magiern auffällt, ist, dass wohl viele der Granden Ringe und Amulette tragen, die aber auch so, wie sie aussehen, magische Edelsteine in sich tragen. Also sind dann nicht einfach nur schöne Edelsteine, sondern magische Edelsteine, die dann auch beim Berühren von Bechern oder von Essen die Farbe wechseln. Also irgendwelche Zauber, die da wohl automatisch ausgelöst werden, wirken und
Ihr könnt euch einfach vorstellen, dass es da dann der entsprechende Gegengift-Zauber ist, um einfach sicher zu gehen, sollte da etwas passieren. Also das wird euch auf alle Fälle klar. So, Boltax hat das schon gesehen, Abelmir hat das schon gesehen und euch wird das klar. Hier, nachdem die Musikanten aufspielen, ein Streichquartett wahrscheinlich oder was, würde ich Sulamin die Hand reichen. Meine Gnädigste, gönnt ihr mir den ersten Tanz? Sehr gerne. Ich führe halt runter vom Oberdeck auf die aus Normaldeck, keine Ahnung, wie heißt das, Achterdeck, keine Ahnung. Und ja, führe halt zu den Klängen der Musik wohlgekonnt herum. Ein alanfanischer Tango. Wie auch immer. Wir mal einen, ja, so klar, Militärmusik, so ganz zackige Schritte. Würden wir mal tanzen. Dann Tango, Militärmusik, was? Ah, Tango ist richtig militärisch. Hast du schon mal Tango getanzt? Nein, ich tanze nicht. Nur die Musik an. Ja, also man wird diesen Tanz als glorreich empfinden, aber wohl nur wegen Sulamin. Sulamin, würfeln wir mal selber, bitte. Also Sulamin rettet das Ganze. Du hattest als erstes angenommen, dass du sie führst, aber eigentlich führt sie dich und zieht dich dann nach vorne, beziehungsweise sie selbst geht nach hinten und zieht dich dann dabei mit, geht in die richtige Richtung und wird das dann Ganze dann über dem Schiff wunderbar aussehen lassen. Ja, und während die Musik spielt und einige Granden interessiert gucken, wohl auch mitklatschen zu der Musik, andere überlegen auch gerade, schauen sich ein bisschen um, ob sie sich selber dann irgendwie jemanden greifen, der zum Tanze bereitsteht, teilweise auch Kiaras, der dann mit als Tänzer mithelfen kann. Da könnt ihr erkennen, wie eine weitere Person auf das Schiff geht und die Präsenz, die er ausstrahlt mit seinen schweren Stiefeln, ist dann doch massiv, so als würde er eine Wand vor sich her schieben. Korragon Kugres. Ah, Señores, Señorinas. Korragon Kugres ist anwesend. Schön, Señor, dass ich eingeladen wurde. Señor Kugres, es ist uns eine Freude, euch willkommen heißen zu können. Na, ein Schiff als Party, hm? Das ist eine gute Idee. Wir hatten uns schon gedacht, dass es gerade euch eine besondere Freude sein könnte. Sicher. Wenn ihr so geneigt seid, können wir euch gerne nachher eine kleine Führung unter Deck geben. Warum nicht jetzt? Na, tanzen, es ist nicht so. Nun, natürlich, aber ich bin mir sicher, der Kapitän möchte euch gern selbst führen und er ist gerade ein wenig, ich werfe einen Blick auf Abelmir, eingebunden. Also gut. Ja, du blickst ihn dir kurz an. Er hat eine Augenklappe, so wie du früher. Ist wohl auch sehr kurz gewachsen, aber scheint wohl seiner Präsenz nichts abzutun. Weiß jetzt nicht genau, wird wohl um die 50 sein. Und trotzdem noch sein Haar tief schwarz. Viel Erfahrung, also sein Blick wandert an den Bord her. Findet wohl die wenigen Schwachstellen, die ihr habt. Nickt da wohl einfach nur. Und allein seine Stiefel aus dem roten Schlangenleder sind sehr beeindruckend, scharlachrote Offiziersweste, die er anhat und einen Hut mit einer großen Feder dran, den er sich so ein bisschen zurechtzieht noch einmal und tritt dann erstmal an die Reling, um sich dort dann anzulehnen, als wäre das sein Schiff. Ich organisiere mein Getränk, stelle mich dann zu ihm und bis Abel mir halt mit seinem Tanz fertig ist, diskutiere ich mit ihm ein bisschen über die Vorzüge von Havena-Betakelung oder so ähnlich, was ja auf Galeeren näher üblich ist. Ja, die Havena-Betakelung. Nun, ich muss sagen, ich bin von ihrer angeblichen Vorteile der Wendigkeit nicht überzeugt. Ich war lange auf der Seeadler und ich muss finden, dass die Ruder einen so großen Einfluss machen, dass die Segel an sich im eigentlichen Einsatz dann keine sonderliche Beeinträchtigung mehr darstellen. Sagt der Senior, ist das dort drüben? Das muss Rafim sein, ne? Tatsächlich ja. Ich bin mir sicher, ihr seid am Rande bekannt. Hey, Monterey! Diamantes, komm doch mal rüber, dein Getanz will doch euch keiner sehen. Ja, Kugres, ich wusste, dass ihr eingeladen seid, aber dass ihr wirklich auftaucht, ist mir eine Ehre. Si, Monterey, schön dich zu sehen. Ich habe viel von dir gehört.
Dasselbe kann ich wohl auch behaupten. Ne? Wir haben uns ja seit der Seeschlacht von Frigaios nicht mehr gesehen. Raphim, kommt her! Oh, was? Ja. Ich denke, das ganze Imperium ist euch zu Dank verpflichtet. Na, das ist wohl so. Und das letzte Mal, als ich an Bord eines horasischen Schiffes war, ist lange her, aber nun gut. Er tritt aber immer mit seinen roten Schlangenlederstiefeln auf, als würde er die Planken noch einmal begutachten wollen. Das waren damals andere Umstände, aber nun ja. Drachentöter,